Und damit, meine Lieben, sage ich recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Man Eater. Und zwar machen wir weiter, nachdem ich jetzt ein bisschen gefarmt habe, haben wir jetzt ein bisschen, konnten wir einiges aufpäppeln und verbessern. Und abgenommen. Von Amerikas größtem Haifinning-Unternehmen, Mama Maybell Bryant, hat mittlerweile eine ganze Flotte Freizeitboote gesammelt. Ihre missratenen Söhne Randall und Tyson lotsen sie oft in der Sapphire Bay herum. Ich würde sagen, jetzt lugern sie nicht mehr rum, ne? Wo ist das jetzt? Ah. Geschafft. Schon erledigt. Jetzt haben wir die ganzen Papageienfische mehr oder weniger rausgescheucht. Jetzt dürfen wir den erstmal allen hinterher schwimmen. Okay, jetzt sind wir noch gespawnt. Die Fülle an Papageifischen hat den örtlichen Hammerhai in Sapphire Bay gesund und seltsam aussehen lassen. Dann haben wir das jetzt auch. Dann nehmen wir nebenbei da noch ein bisschen was mit, was wir so unterwegs kriegen können. Da ist er schon.
Jawohl, Armin, sehr schön. Habe ich da ein Schild vergessen? Oh, anscheinend schon. So, ich habe schon mal das amphibisch ausgepackt und halt aufs Höchste verbessert, so viel wie wir hatten. Also, ich habe anscheinend so gut gesammelt, dass ich das so gut hochpushen konnte. Und dann würde ich sagen, wir schnappen uns jetzt hier die Menschen. Viele Kinder träumen davon, zur See zu fahren und ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen, Haie in die Luft zu sprengen. Zum Karneval. Die Tatsache, dass er Angst vor dem Riesenrad hatte, hätte mir verraten sollen, dass er nie ein Haifischjäger sein würde. Perfekt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir das jetzt auch geschafft. Wir sind aber gerade bei 8 Minuten, also ballern wir jetzt das nächste raus. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Es ist eine weitere erfolglose Haifischjagd für die Menschen in Port Clovis. Vergessen, wie weit das Ganze hier reicht, ey. Ich habe nämlich immer Angst, da in die Dings nicht ins nächste Gebiet zu schwimmen. Weil das, ich finde, das ist hier jetzt ziemlich schwierig, dann herauszufiltern. Ne, also, wo dann das nächste Gebiet anfängt, da aufhört, ne. Hier zum Beispiel sieht man das überhaupt nicht, ne. Aber, au! Variante von Pyro ist an dem Tag in sich zusammengebrochen, als er zu einem historischen Bauwerk erklärt wurde. Oh ja. Na, den Sümpfisch nicht, ey. Na. In Polynesien galt Papageifisch einst als königliche Speise, die nur von versehentlich Menschen erwischt. Das war nicht geplant. Ja, zumindest einen haben wir jetzt weg, ey. Ist das nervig?
Na. Gib mir doch den letzten. Au. Blöder Fisch. Mein Gott. Sehr schön. Dann haben wir das auch wieder. Dann würde ich sagen, nächsten. Boah, wir sind ja ganz schön. Ganz fleißig, ey. Wissenschaftler haben vermutet, dass eine Boote mit einem Wal oder einer anderen großen Kreatur, die eigentlich gar nicht wie ein Boot aussieht, verwechseln können. Dem Hai scheint es egal zu sein, dass einige Wissenschaftler den Marlin für vom Aussterben bedroht halten. Bestickt doch jetzt mal nicht ein. Sobald ein Hai den Geruch von Blut wahrnimmt, stürmt er eifrig auf jedes potenzielle Futter zu, das in Sicht ist. Jawohl. Sehr schön. Wenn es zu einem Haiangriff kommt, fühlen sich die Einheimischen von Port Clovis oft angestiftet, alle Meeresbewohner entlang der Küste zu töten. Ja. Ob man es glaubt oder nicht. Die Leute haben über 12.000 Dollar bezahlt, um in diesen Zelten zu schlafen und ein ganzes Wochenende lang schwedischen DJs zuzuhören. Oh mein Gott. Aber sonst haben die auch nichts zu tun gehabt. Wieder ein Hammerhai, Vorsicht. Auf sie! Stufe 20. Nein! Was geht mit seinem Schiff unter? Aber kein Fisch. Des Lebens eines Bullenhais nimmt er ein recht breites Sortiment an Ballast und Treibgut zu sich. Na. Na, ja, hier haben wir schon wieder das nächste. Na. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist kurz. Sie haben das Haiweibchen und seine vielen Verbrechen bereits vergessen. Boah. Und so endet die Kopfgeldjagd. Wie
bei den meisten amerikanischen Städten waren die Gründer von Port Clovis Freimaurer und wahrscheinlich Illuminati, die sich in geheimen UFO-Basen trafen, um luziferische Blutrituale durchzuführen. Okay. Au! Blöde Mistkröte. Was haben wir denn da? Oh, wieder eine Kiste. Perfekt. Ich hörte den Spitzenpredator. Ja, lol. Ach, scheiße. Dieser Hai ist eine Art Superabfallplünderer, der im Prinzip keine Geschmacksnerven besitzt. Die Folge ist noch nicht lang, weil so den Spitzenpredator schaffen wir jetzt auch gleich noch. Also den hau ich definitiv jetzt hier ins Video mit rein. Der Bullenhai kann durch selektive Fütterung größere Maximalgrößen erreichen. Weil wir haben so gut wie fast gar nichts mehr zu tun, wirklich echt nur der Spitzenpredator und wir sind durch. Mama mia, Alter. Ich bin richtig gut. Ich weiß, Eigenlob stinkt, ne? Aber wie gesagt, ich hätte halt nicht gedacht, dass wir so schnell hier durch den Sapphire Bay durchkommen. Die Bereitschaft der Haie, das Meer von verschiedensten Abfällen zu befreien, ist eine ihrer wertvollsten Funktionen. Aber ich glaube, wir reisen mal kurz in die Grotte, weil sonst der Dings freigeschaltet wieder wird. Wieder einmal kehrt der Hai zu diesem Ort der Ruhe zurück. Den Hammerhai niedermähen, alles klar. Scheiße, ich glaube, ich hätte das mit dem Herz verbessern sollen. Dann würde ich sagen, auf geht's, ne? Auch in die Richtung. Auf den Spitzenpredator! Die evolutionäre Sensation. Der Hammerhai. Jetzt bin ich aber gespannt. Boah, Stufe 21. Körper effektiv als Waffe. Jawohl. Und überwindet die deutlich überlegene Tiefenwahrnehmung seines Gegners. Und nebenbei noch Stufe 24 erreicht. Ja, geiler kann es nicht sein. Dann sehen wir uns jetzt noch Pieks aktuelles Vorhaben an und dann sind wir mit dem Gebiet tatsächlich durch. Also ich hätte nicht gedacht, dass es in so schnellen Videos durchgeht, ey. In 2 Stück, glaube ich.
weil ich nehme jetzt hier schon haufenweise auf und steige echt nicht mehr durch. Bin so berauscht. Bei Einbruch der Dämmerung ist Pete überraschend entspannt. Das ist eine gefährliche Arbeit. Nichts Neues für mich. Aber ihr wollt was Gefährliches sehen? Seht mal da. Das ist PT-522. Mein Vater hat das von Guadalcanal. Er war bei der Marine im Pazifikkrieg. Das Boot fuhr mit 16 Mann aus und kam am Tag darauf mit 3 zurück. Er hat all das überlebt, nur um hier im Golf zu sterben. Was ist mit ihm? Der Junge mag es nicht, wenn ich das sage. Aber mein Vater, sein Opa, wurde von einem Megahai getötet. Tut mir leid. Ein prähistorischer Fisch, der vor 2,6 Millionen Jahren ausgestorben ist. Hab's gesehen. Du warst ein Kind! Entdecken Sie nicht die ganze Zeit neue Tiere? Irgendwie, naja, nicht wirklich. Oft sind es nur Artenverbesserungen mit anderen Namen. Und auch sowas wie falsch geschriebene... Junge, ich sage nur, dass es Dinge im Wasser gibt, die nicht in deinem Lehrbuch stehen. Bleib dran. Vielleicht lernst du diesen Sommer etwas. Wie auch immer. Der Ozean ist weit. Und ein Großteil wurde von der Menschheit immer noch nicht erforscht. Vielleicht sollte Kyle das fiebrige Geschwafel seines Vaters nicht so schnell abtun. Ja, da muss ich ihm aber recht geben. Der größte Teil des Meeres ist noch nicht erkundet und man findet ja immer wieder was Neues, ne? Und vor allen Dingen tauchen Fische plötzlich auf, wo man dachte, die sind ausgestorben. Scheißdreck, ne, sind sie nicht. Die sind nicht ausgestorben. Ja, und damit sind wir in dem Gebiet auch durch. Dann haben wir es geschafft. Skelly Pete ist in der Nähe. Ja, das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge weiter, weil jetzt sind wir echt an der Grenze. Der Frieden in der Grotte ermöglicht dem Hai, die Welt mit größerer Zuversicht und Effektivität anzugehen. Das ist jetzt auch schon auf maximal verbessert. Da muss ich noch ein paar Dings töten gehen. Ein paar... ein paar Schildkröten. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann weiter. Ne? Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und sage dann bis zum nächsten Mal bei Man Eater. Und dann geht es hier... weiter, bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin sage ich ciao, ciao und bis denne.